Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Parteifreunde und Delegierte, ist die Lautstärke richtig oder zu laut? Frau Schmelzer, wir machen nochmal einen kleinen Tipp, das habe ich von den Kollegen, als ich gefragt habe. Nehmen Sie das Mikro, das Sie so eigentlich vor Ihrem Mund direkt gerade haben, da kommt ein super guter Ton an und so. Perfekt, danke. Zeit wird nochmal gestoppt und einmal noch warten Sie und die Zeit beginnt ab jetzt. Also, etwas mehr Ruhe. Was mich bewegt, für den Landtag zu kandidieren, sind folgende Gründe. Ich möchte, dass die Politik mit der AfD wieder nachvollziehbarer und ehrlicher wird. Die Bürger müssen mehr in politischen Entscheidungen mit einbezogen werden. Ich möchte, dass man unseren Polizisten und Polizistinnen wieder den Rücken stärkt, indem sie wieder so arbeiten können wie in den 60er, 70er und 80er Jahren. Weil unsere Politiker in der Judikative und Exekutive einen Kuschelkurs eingeläutet haben, muss ein Polizist in Situationen der Gefahr nicht nur Gefahrenabwehr betreiben, sondern vorher auch noch überlegen, ob er sich mit seinem Handeln nicht ein Disziplinarverfahren einhandeln könnte. So ähnlich geschah es ja bei dem Axtattentäter in Bayern. Da hat dann hinterher die Grüne gesagt, man hätte ja auch woanders hinschießen können. Klar, in die Füße, wenn der mit der Axt bei mir vor der Nase rumfuchtelt. Das geht ja gar nicht. So, ich erwarte von der AfD, sich dafür einzusetzen, dass Kommunen jegliches Zocken mit Steuergeldern untersagt wird. Auch wenn sie selbst verwaltet sind. Aber scheinbar können sie das ja nicht. Dazu zähle ich Aktien, Zinsswap-Geschäfte und Cross-Border-Leasing-Geschäfte. Kurz alle Geldanlagen, die mit Risiken behaftet sind. Die Kommunen sollen mit den Haushaltsgeldern haushalten. Gebühren nehmen sie ja auch noch reichlich ein. Und können nicht den Bürgern ständig mit irgendwelchen Aktienpaketen oder wir haben zum Beispiel Windkrafträder vor Borkum, da kam dann 2 Jahre gar kein Strom an Land. Die Dinger mussten mit Diesel betrieben werden, damit sie nicht einrosten, weil es überhaupt noch gar keine Leitungen gab. Es wird immer das Pferd von hinten aufgezäumt, egal was passiert. So, außerdem muss die olympiareife Gründung von 100%igen Tochtergesellschaften der Kommunen unterbunden werden. Wer Unternehmer spielen will, soll es mit seinem eigenen Geld tun. Ich spreche nämlich Verwaltungsmitarbeitern betriebswirtschaftliches Denken ab. Außerdem hat dies alles nichts mehr mit der eigentlichen Daseinsvorsorge der Bürger zu tun. Für mich gilt die Devise privat vor Staat. Denn eins ist klar, NRW hat kein Einnahmeproblem, sondern ein Ausgabeproblem. Für jeden Scheiß stellen sie Gelder zur Verfügung, auch jetzt kriegt die Stadt Hamm 5 Jahre lang jedes Jahr 1 Million Euro, um Bruchbuden abzureißen, um dann Häuser zu bauen für unsere rumänischen und bulgarischen Zuwanderer. Ich frage mich, wieso die überhaupt noch hier sind. Eigentlich sollten die ja allerdings nach Hause geschickt werden. So, und dann habe ich auch einen Vorschlag, wie wir dem Einhalt gebieten können, dass eben afrikanische Staaten ihre Bürger nicht mehr zurücknehmen wollen. Erstens wissen wir, die waren schon kriminell in Afrika. Das ist Punkt 1. Wir als Deutschland können hergehen und können sagen, wisst ihr was, Marokko, esst eure Datteln wieder selber. Ja, es gibt ein Handelsembargo, wir machen das mit Russland, warum können wir das nicht mit Marokko machen? Sie kriegen von Deutschland Entwicklungshilfe, die kriegen aus Brüssel Entwicklungshilfe und wir unterstützen die Familien hier. Ich habe vor 4 Wochen jemanden kennengelernt, einen Gastronomen, der mir erzählte, die Rumänen und die Bulgaren, viele davon, nicht alle, fahren ganz dicke Autos oder wenn sie mal ein Auto mit rumänischen Kennzeichen sehen, das so ein dicker SUV ist, gehen sie davon aus. Das ist einer, der bezieht hier Stütze. Der kommt am 1. nach Deutschland, am 1. eines Monats nach Deutschland, um dann, wenn er die Kohle abgeholt hat, zu Hause das Geld zu verbraten. Ja, spinnen wir eigentlich? Da kümmert sich ja keiner drum. So, das muss sich alles ändern. So, ich könnte mir vorstellen, weil ich ein Sparschwein bin, ich könnte mir gut vorstellen, im Rechnungsprüfungs- oder Haupt- und Finanzausschuss mitzuwirken. Sollten Sie mich wählen oder auch. Dankeschön.
Auch Sie haben uns Zeit geschenkt. Gibt es Fragen an die Kandidatin Schmelzer? Bitte schön. Ja, Frau Schmelzer, ich habe in Ihrer Biografie gesehen, Sie sind über die FDP in den Rat der Stadt Hamm eingegangen. Nein, FEG. Freie Wähler. War aber anschließend in der FDP, aber über die ganze Zeit im Stadtrat. Ja. Wie erklärt sich das? Ich bin 1999 kam ich in den Rat über die FEG, die mich haben wollte, weil ich zu der Zeit 98 die Interessengemeinschaft Bergbaugeschädigter gegründet habe. Ich war politisch sehr uninteressiert, parteipolitisch uninteressiert. Deshalb wusste ich nicht, die haben sich in mir einen Stich ausgesucht. Und so war es auch. Wir haben in dem Jahr 6% gekriegt. Die wären normalerweise gar nicht mehr in den Rat gekommen. So waren wir mit 4 Mann im Rat. Und dann haben meine Kollegen mir meine Bücher, ich war Geschäftsführerin der Fraktion und habe natürlich, ich sage ja, ich bin ein Sparschwein, sparsam gehaushaltet. Ich wollte von den öffentlichen Geldern, die uns jedes Jahr zur Verfügung gestellt wurden, so viel wie möglich übrig lassen, weil wir hatten ein Büro, wo wir nichts für zu zahlen mussten. Wir hatten ein Telefon, also die komplette Infrastruktur war da. So, und dann haben die mir irgendwann Rechnungen gegeben, da haben die Stadtrundfahrten in soziale Brennpunkte gemacht. Ich hätte Ihnen sagen können, wo die Stadt. Kommen Sie zum Ende. Ja. Jedenfalls. Ich wollte, dass das Geld überwiesen wird, das hat man nicht getan. Ich habe eine Frist gesetzt und habe ich gesagt, dann mache ich Tausch ab. Macht jeder vorbei. Akteure fertig. Ja. Gibt es, bitte schön, die nächste Frage? Ich verstehe nicht. Ich muss auch sagen, dass das eine Frage ist. Ich habe am Anfang von Ihnen gehört, Sie möchten die Bürger mehr einbeziehen. Wie sieht das aus, wie muss man sich das vorstellen? Ja, zum Beispiel viel mehr Bürger entscheiden. Ich habe damals geschafft, dadurch, dass ich im Rat war als Einzelkämpfer, einen Antrag zu stellen, weil man bei uns glaubte, der liebe Gott hat uns keinen See gegeben, jetzt müssen wir uns einen bauen. Für 140 Millionen Euro habe ich einen Antrag gestellt, die Bürger dazu zu befragen. Scheinbar hatte der Oberbürgermeister diese Anfrage vorher nicht gelesen. Der guckte mich an und sagt, ich packe die auch vor. Ja, das hast du mal. Ja, einig. Und da kam aus der Nummer nicht mehr raus. Wir haben Bürgerentscheid bekommen und die Gegner haben gewonnen. Obwohl die Stadt schon Millionen investiert hat für Glanzbilder und was weiß ich, Videoanimationen und sowas. Die Bürger sind nicht blöd. Die wissen oft besser, wie sie die Gelder anlegen könnten, als das unsere Verwaltung. Alles, was man nicht selbst erarbeitet, ist nichts. Alles klar, bedanke ich mich. Gibt es noch weitere Fragen an die Kandidatin?